Verehrte Damen und Herren, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie hierher gefunden haben, trotz der Tatsache, dass es schneit, dass es kalt ist, wie es im Winter halt manchmal so ist, und dass auch noch der Weihnachtsmarkt ist. Aber wir sind wieder in diesem schönen Raum. Letztes Mal waren wir ja da drüben. Und genau, es geht um die Ringvorlesung, wie Sie sicher wissen. In diesem Semester wird das präsentiert durch das Excellence Cluster der Universitätsmedizin. Sie werden sicherlich noch erfahren, was das Excellence Cluster ist, was das sozusagen, warum wir da zusammenkommen und da forschen. In unserem Cluster geht es um Herz und Hirn. Und bei Herz und Hirn ist eine ganz wichtige Struktur die extrazelluläre Matrix. Und manchen von Ihnen sagt das vielleicht was, vielen von Ihnen wird das noch nicht sagen. Und deshalb wird uns das Professor Silvio Rizzoli heute erklären. Ganz kurz zu seinem Werdegang. Herr Rizzoli stammt ursprünglich aus Rumänien, wo er Biochemie studiert hat, aber keine Angst, er kann wunderbar Deutsch und noch 20 andere Sprachen sprechen, hat seine Doktorarbeit, genau, für seine Doktorarbeit ging er damals dann in die USA, hat da geforscht, kam dann als Postdoc zurück nach Göttingen, hat da mit dem ehemaligen auch Universitätspräsidenten und Max-Planck-Direktor Reinhard Jahn geforscht und unserem Nobelpreisträger Stefan Hell. Das heißt, Sie vermuten schon, es geht um mikroskopische Techniken, die Anwendung, die Entwicklung. Und dann wechselte er als Gruppenleiter an das European Neuroscience Institute. Das ist auch was ganz Besonderes hier in Göttingen, wo nämlich junge Nachwuchsgruppen relativ unabhängig oder eigentlich komplett unabhängig forschen dürfen. Und 2014 übernahm er dann von unserem verehrten Kollegen Diethelm Richter die Abteilung für Neurophysiologie an der UMG. Er hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten und ganz, ganz viele wichtige wissenschaftliche Arbeiten publiziert. Das würde zu weit führen, das jetzt alles hier aufzuzählen. Aber er ist nebenbei auch noch in einer ganzen Reihe von lokalen und internationalen Konsortien in federführender Funktion tätig. Lieber Silvio, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich bin heute gekommen, die haben gesagt, sei da Viertel vor sechs, ich bin da 17.40 Uhr war ich schon hier, 5 Minuten vor die Viertel vor und dann höre ich, du musst da stehen, hinter dieses Pult und einfach so bla 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 reden, kann ich nicht. Tut mir leid, ich habe die Leute so ungefähr 20 Minuten genervt und dann darf ich hier stehen. Ich werde mich ein bisschen bewegen, ich werde mit den Leuten ein bisschen reden und ich werde ein bisschen kommen und gehen, aber ich muss mich erinnern, immer so hier so brav zu stehen und irgendwie so ab und zu reden. Ich werde versuchen, das zu machen, wahrscheinlich schaffe ich das nicht. Aber ist egal, ich muss mich bewegen, ich mache eine Menge Lehre, ich mache die Physiologie bei der UMG seit fast 10 Jahre inzwischen und so in Richtung 100 Vorlesungen pro Jahr und die sind alles mit Bewegung und mit Diskussion mit Leuten und was auch immer. Dann ich versuche das so zu machen. Ich musste eine Menge Kaffee heute trinken, dass ich überhaupt hier kam, weil ich habe einfach um 10.30 Uhr, ich war so keine Energie mehr, ich konnte nicht mehr, aber naja, nach ein paar Flaschen Cola und so weiter und ein bisschen Kaffee, dann bin ich hier und ich hoffe, meine Energie reicht bis Ende und ich kann Ihnen ein bisschen was erzählen. Die Idee ist, zu erzählen über eine Forschung, die fast nicht publiziert wurde. Ich sage Ihnen direkt, warum. Wir haben irgendwas gefunden, wir haben es eingereicht und die Gutachter nach Gutachter sagt, nee, das kann nicht sein. Das sollte nicht publiziert sein, weil es kann nicht sein. Und so gute Antworten wie, es war nie sowas publiziert. Deswegen kann das nicht sein und so weiter und so weiter. Und tatsächlich, es hat so 1-2 Jahre gedauert, nur über diese Hürde zu kommen. Jetzt sagen die Leute, oh, fundamental neu, ja, das musste so sein und so weiter. Ah, das musste dann locker zu publizieren sein. Ja, das war sehr locker. Ja, 2 Jahre von, das kann nicht sein. Aber gehen wir in die Materie und dann werden Sie sehen, was die Problematik war. Die Idee ist, ich liebe die Zelle und ich liebe Mikroskopie und ich will mir immer schauen, wie sieht die Welt aus, naja, wie sehen die Dinge aus. Und dann, was wir hier sehen, sind
einfach hier, Sie sehen, ich gehe einfach zur Präsentation, tut mir leid, muss sein. Sie sehen hier die Synapse. Ne? Das ist ein Ort, wo die Neuronen miteinander sprechen. Sie sehen da oben die Präsynapse, das Botenstoff freisetzt, und Sie sehen unten die Postsynapse. Das ist die, die Botenstoff empfindet, und damit können wir die Information von Zelle zu Zelle in unser Hirn geben. Und niemand hat eine richtige Idee gehabt, wie sieht es tatsächlich aus. Und wir haben das gemacht, und das, was Sie hier sehen, sind 14 Jahre von unserer Arbeit. Zuerst das Teil oben, dann das Teil unten, mikroskopieren ohne Ende, und irgendwann mal kommt es zusammen und wir sehen, wie sowas tatsächlich aussieht. Jetzt machen wir ein Movie von der Postsynapse. Ich zeige Ihnen die Präsynapse nicht mehr, weil ich habe gesagt, es ist in vielen Lehrbüchern inzwischen, habe ich in 2014 publiziert. Das ist die Postsynapse, das habe ich 2021 publiziert, und Sie sehen die Molekülchen einfach in einer Synapse, wo alles hier sich befindet. Sie können so sehen, wie schon am Ende das Leben organisiert ist. Ne? Diese Muster, das Sie sehen, das ist das Zytoskelett, das ist das Skelett innerhalb unserer Zelle, das die Zelle so formt und die einfach die Organisation gibt. Jetzt sehen Sie die Organellen hier mit verschiedenen Stoffen. Jetzt stoppen wir und werden, ne, sehen wir jetzt alle Moleküle, ein paar Zytoskelett fehlt, jetzt ist absolut alles, und Sie sehen, wie dicht alles zusammenkommt. Jetzt sehen wir unser Zytoskelett und unsere Membran, jetzt sehen wir die Membranproteine dort mit einer Menge Moleküle verteilt drin, und dann verschiedene funktionelle Moleküle, das sind so molekulare Koordinatoren, jetzt Dinge, die eine gewisse Prozess Endozytose genannt machen, das sind Ionenkanäle, die Membranspannungen machen, Signalproteine, da, verschiedene Rezeptoren. Jetzt kommen dann andere Rezeptoren, das sind die Botenstoffrezeptoren, die die Transmission in unser Hirn machen, das sind nochmal Proteine, die Dinge organisieren, und dann tauchen wir ein bisschen ein, dass wir so ein bisschen so ein Bauchgefühl bekommen für, wie sieht das Welt aus. Und das, wenn Sie denken, das ist relativ einmalig, was Sie sehen, ist es so, weil es gibt nur die zwei. Es gibt die Präsynapse und die Postsynapse, die wir gemacht haben. Und dann sehen Sie nochmal verschiedene Organelle hier so ein bisschen geschnitten. Wie sieht ein Organell? Ja, Sie sehen, wie dicht mit Proteinen bedeckt ist, und wie ein bisschen, man kriegt ein bisschen ein Bauchgefühl, wie Dinge so organisiert sein können und wie sie arbeiten können. Hier sehen Sie diese Spiraldinge, das sind Ribosomen, die produzieren Proteine, die machen neue Dinge in die Zelle. Und dann, naja, wir schauen ein bisschen von draußen, und das war's, naja, dann fängt das Ding nochmal an, wollen wir nicht nochmal sehen, weil es wird irgendwann mal langweilig, dann gehen wir einfach weiter. Was haben wir hier nicht gesehen? Naja, wir haben diese wunderschöne Moleküle und alle diese Organisation haben wir gesehen. Was haben wir nicht gesehen? Was wir nicht gesehen haben, ist die extrazelluläre Matrix. Die extrazelluläre Matrix ist nicht innerhalb der Zelle, ist außerhalb. Und Sie sehen, mein Pointer ist ein bisschen schwierig zu sehen. Sie sehen einfach hier diese, das wäre die innerhalb der Zelle, und dann Sie sehen diese ganze Struktur draußen. Das wäre die extrazelluläre Matrix. Was ist es? Sind eine Menge Proteine, die unsere Zelle sezernieren, und dann die verbinden sich aneinander und machen eine Struktur, die dann für die Zelle so ein Muster ist. Es ist etwas, das die Zelle sagt, wo die bleiben sollen, wo sie sich organisieren sollen und so weiter. Wir Menschen kennen sicher Moleküle von dieser Accessory Matrix, zum Beispiel Kollagen. Ja, wer hat hier von Kollagen gehört? Wahrscheinlich, wir haben alle von Kollagen gehört. Es gibt viele andere Dinge. Manche von uns kaufen zum Beispiel Gele mit Hyaluron an oder Hyaluronsäure. Hyaluronsäure haben wir viele von uns gehört. Die sind Dinge, die zusammenkommen und so eine Matrix bilden. Ja, die kommen zusammen und bilden diese Gitterstruktur. Und diese Gitter sagen unseren Zellen, wo sie sein sollten. Wenn das ein bisschen kaputt ist, gibt es so Syndrome wie zum Beispiel das Ehlers-Danlos-Syndrom oder Marfan-Syndrom. Die Leute wachsen viel zu lange zum Beispiel. Die Leute haben sehr, sehr lange Hände, sehr lange Finger und so weiter. Und dann viele Probleme wie zum Beispiel Herzprobleme, weil das Herz ist auch zu groß gewachsen. Es gibt ganz viele Probleme mit der extrazellulären Matrix. Und es ist einfach ein Stoff,
dass das von unseren Zellen sezerniert ist und dann sagt die Zellen, wo die sein sollten. So wie ein Käfig in den Zoo, wenn man denkt. Alles schon und gut. Ich habe das hier nicht abgebildet, weil ich habe damals, so vor 2021, habe ich das nicht gemessen. Ist die extrazelluläre Matrix im Hirn wichtig? Eigentlich schon. Ne? Es ist ein universelles Bestandteil im Hirn, dasselbe im Herz. Und es ist so unter die Zellen und verbindet die Zellen und macht so ein Gitter, wo die Zellen gut wachsen können. Zum Beispiel, es gab einmal einen Dichter aus Großbritannien, Anfang, so ungefähr vor 200 Jahren, Anfang 19. Jahrhundert, George Gordon Byron oder Lord Byron. Hat jemand von Lord Byron hier gehört? Okay, zeigt die Hände, Leute, wenn, ja, ein paar Leute, perfekt, vielen Dank. Ein paar Leute haben von Lord Byron gehört, er hat höchstwahrscheinlich ein extrazelluläres Matrix-Problem gehabt. Das ist die wahrscheinlich Ehlers-Danlos-Komplex-Probleme. Deswegen war er extrem viel intelligenter als Normalmenschen. Sein Hirn konnte ein bisschen mehr wachsen während der intrauterinen Entwicklung. Sein Hirn ist etwas größer gegangen. Der Kerl konnte einfach ein Buch nehmen, Seite nach Seite einfach flippen und er konnte sich von alles, absolut alles erinnern. Absolut fotografisches Gedächtnis. Ist mit 36 Jahren gestorben, wahrscheinlich weil er hat sich auch selber konsumiert, sozusagen so schnell, wegen ein überaktives Hirn, aber was sagt uns, diese Moleküle sind wichtig. Ja, die bestimmen die Funktion von unserem Hirn. Wenn etwas sich ändert, kann unser Hirn richtig kaputt gehen, aber gleichzeitig es kann auch besser gehen. Ja, es kann zum Beispiel, wie bei diesem Dichter, wahrscheinlich ein etwas größeres Hirn. Die haben dann in Griechenland, ist er gestorben 1824, die haben sein Hirn seziert und es ist viel größer als ein Normalhirn, aber es ist auch weicher als ein Normalhirn. Pups, pups, pups mit dem Finger. Das ist viel weicher. Ja, weil er hat eine extrazelluläre Matrix-Mutation gehabt. Es macht die Gewebe etwas weicher, aber dafür konnte sein Hirn viel größer wachsen. Na gut, die Idee ist dann, diese Matrix ist wichtig, ist immer da. Was macht die Matrix? Es kommt um Zellen drum. Sie sehen hier in Rot, sehen Sie die Zelle und die Matrix kommt einfach um drum hier in Grün. Wenn man an die Synapsenskala geht, dass wir sehen die kleineren Elemente, das sind die Postsynapsen, die Signale empfinden, wir sehen, die sind komplett total bedeckt mit dieser extrazellulären Matrix. Okay, alles schon und gut. Was wissen wir noch über die extrazelluläre Matrix? Es ist wichtig, wenn wir Mutationen haben, kann es sein, dass wir nicht mal geboren werden oder in seltenen Fällen sind wir Genien, wie ein Genie, wie Lord Byron. Was noch? Es macht uns ein paar Probleme. Und das ist, die extrazelluläre Matrix wächst langsam im Laufe unseres Lebens. Desto länger wir leben, desto mehr extrazelluläre Matrix wir haben. Ich bin 2004, eigentlich, ich bin in Göttingen gelandet. Ich muss mit Herr Jahn arbeiten, hat Kollege Fischer gesagt, bei Max-Planck-Institut. Reinhard Jahn sagt mir, okay, du gehst jetzt und du wirst die Leute helfen, synaptische Vesikel zu isolieren von Hirne. Okay, Chef, mache ich. Wie mache ich das? Du musst 20 Ratten töten. Oh. Okay, welche Ratten? Junge Ratten, weil die Alten haben viel zu viel extrazelluläre Matrix und du kannst biochemisch nichts davon purifizieren. Oh, interessant. Ich wusste damals nicht warum, aber deswegen, das Problem ist, als wir Eltern, die extrazelluläre Matrix, Sie sehen hier, die extrazelluläre Matrix wächst und wächst und wächst und wächst. Und die Idee ist, es wächst einfach um unsere Zellen herum. Und wenn wir mehr und mehr Matrix haben, was konnte das bedeuten? Die triviale Idee ist, dass mit mehr extrazellulärer Matrix wir werden unsere Zellen hyperstabilisieren. Die Idee ist, unser Hirn wird im Alter dann zu stabil und dann es ist diese Idee, die man so gerne immer wieder sagt, man kann einem alten Hund keine neuen Tricks beibringen.
Ja, ich habe das so oft gehört, ne? Die Plastizität im Alter wird weniger und weniger und weniger. Und dann man sagt mir, okay, zum Beispiel in die Mathematik, entweder in die Mathematik bist du Professor mit 30, wenn du es nicht geschafft hast, du bist noch nicht Professor mit 30 in die Mathematik, kannst du vergessen. Weil bei der Mathematik, die Professoren und Professorinnen, die müssen super kreativ sein und super klug sein. Und nach etwas 30 ist deine extrazelluläre Matrix dann zu stark und dein Hirn ist nicht mehr so mobil und du kannst nichts mehr Neues lernen. Und das heißt, in die Mathematik wirst du nie mehr eine Professur bekommen. Tatsächlich ist das so. Ich habe einen Kollegen von mir, er hat nach der Doktorarbeit ein Jahr später halt seine Professur bekommen. Ich musste zig Jahre arbeiten als Gruppenleiter und als Postdoktorand, bevor ich eine Professur bekommen habe, meinem Kollegen in Mathematik ein Jahr später. Die haben ein bisschen was recht dabei. Ne? Die sind nicht verrückt, wenn sie das sagen. Aber ich habe das nie geglaubt. Ist es tatsächlich so, dass man kann einen alten Hund keine neuen Tricks beibringen? Ist unsere Plastizität im Alter doch so eingeschränkt? Stellt sich heraus, für Hunde ist es sicher nicht der Fall. Die alten Hunde haben einfach kein Interesse. Es ist nicht, dass sie nicht ein neues Trick lernen können. Die können wohl, hat man in Hundepsychologie gelernt. Die können wollen, die wollen nicht. Weil die haben inzwischen gelernt, oh, ich bekomme mein Futter so oder so, dann warum sollte ich was Neues oder was Anstrengendes lernen? Mir doch egal. Und dann, das sagt mir eigentlich, das kann nicht sein. Diese Geschichte, wie unser Hirn wird stabiler und stabiler und dann müssen wir uns einfach dran gewöhnen, mein Bauchgefühl sagt, das kann nicht sein. Okay. Aber das sagt die Literatur, das sagt jeder, die ich bis jetzt gefragt habe. Die Idee ist, im Prinzip, die Literatur sagt, wir haben diese sogenannte kritische Periode. Am Anfang, als wir geboren sind, wir können alles super gut lernen und irgendwann mal können wir als Menschen etwas weniger lernen. Unser Hirn ist stabil und dann können wir weniger lernen. Selbe Idee, ein bisschen mehr in Detail hier. Als wir ganz kleine Babys sind, die ersten Wochen und Monate werden wir extrem viel lernen, wie wir antasten, was unsere Sinnen bedeuten und so weiter. Später lernen wir über verschiedene Dinge, die um uns passieren, dann Platz, Objekte, so 3D-Dimensionen etc. werden wir lernen. Irgendwann mal sind wir erwachsen und dann angeblich wir lernen nichts mehr oder sehr wenig neue Sachen. Ja, aber an dem Zeitpunkt, dann kommen die kognitiven Funktionen. Als wir erwachsen sind, dann wissen wir eine Menge Sachen, sollten wir eine Menge können, aber an dem Zeitpunkt, wir lernen nichts mehr. Oder unsere Lernkapazität ist extremst eingeschränkt. Jeder von uns weiß, das ist nicht richtig. Mein Doktorvater zwischen 65 und 70 Jahre alt hat Spanisch gelernt. Ja, er war Amerikaner, hat nie eine zweite Sprache gelernt. Übrigens, naja, wie nennt man jemanden, der zwei Sprachen spricht? Bilingual. Wie nennt man jeden, der drei Sprachen spricht? Trilingual. Wie nennt man jemanden, der nur eine Sprache spricht? Ein Amerikaner. Er konnte nur Englisch, aber dann zwischen 65 und 70 hat Spanisch gelernt. Ich meine, das ist doch eine extreme Plastizitätsentwicklung. Deswegen, wenn ich so eine Grafik sehe, ich kotze. Ne? Es geht nicht. Ne? Wir haben extrem viel Kognition in einem gewissen Alter. Es kann nicht sein, dass wir nichts Neues lernen. Da läuft was falsch in die Wissenschaft. Dann habe ich gedacht, okay, was sagen die Menschen, dass wir diese Matrix haben, die sehr schwerwiegend ist und dann sehr, sehr etabliert im Alter ist, das ist vielleicht nicht alles schlecht, weil im Prinzip diese Matrix, laut Roger Zen, Nobelpreis 2008, laut Roger Zen, diese Matrix sollte auch unsere Langzeitgedächtnisse stabilisieren. Dann vielleicht ist nicht doch alles schlecht. Trotzdem geht es nicht. Ist das wahr? Dann habe ich irgendwann mal, habe ich einfach keine Lust mehr gehabt und so ungefähr 2016, 17 habe ich angefangen zu fragen, ist das wahr? Ist dieses Ding so stabil? Ist diese Matrix tatsächlich so stabil, wie die Leute sagen, dass es stabilisiert mein Hirn und dann kann ich nichts Neues lernen? Ich habe selber, Sie sehen hier so eine Mischung von biochemischen Versuchen, die wir gemacht haben. Ich habe das selber recherchiert und eigentlich schon.
die extrazelluläre Matrix, so ein Fünftel, hier diese Kreis, hier diese Pie-Chart, wie das heißt, das zeigt die stabilste Moleküle in unser Hirn, und die extrazelluläre Matrix, ECM, hier einfach links, die ECM macht tatsächlich so 20% von allen stabilsten Sachen in unser Hirn. Dann, okay, dass dieses Teil zumindest ist wahr, die extrazelluläre Matrix ist ziemlich stabil. Und im Prinzip konnte mein Hirn dann stabilisieren, sodass ich keine neue Plastizität habe. Okay, vielleicht ist das so. Weitermachen. Sind Synapsen dann in einem gewissen Alter so stabil? Sind unsere Synapsen so stabil, wenn wir alt sind? Habe ich nicht selber recherchiert, aber zum Glück Frau Katrin Willig, die in Göttingen, sie hat in Göttingen promoviert und sie hat in Göttingen dann als Gruppenleiterin bis 23 gearbeitet. Sie kriegt jetzt eine Professur in, helfen Sie mir, eine Uni in Deutschland, die mit A anfängt und ist nicht Aachen. Augsburg, genau, danke schon. Wer hat Augsburg gesagt? Vielen Dank. In Augsburg. Sie kriegt eine Professur, Frau Willig in Augsburg, glaube ich, ab nächstes Jahr. Und was hat sie gemacht? Sie hat Bildgebung gemacht, sie hat eine Minikamera genommen, in Hirn von Mäuse installiert und dann hat sie Synapsen einfach sich angeschaut. Manche Synapsen sind einfach stabil, ne? Man sieht keine Änderung für ein paar Minuten. Manche, na, die fangen so an und das ist ein bisschen anders. Manche sind, fangen so an und ein paar Minuten oder Stunden später sind sehr anders. Na, sie hat eine Statistik gemacht, publiziert das erste Mal vor 5 Jahren, inzwischen hat sie schon 3-4 Papers darüber. Was sagt diese Statistik mit ganz vielen bunten Farben? Sie sagt, ungefähr 90% von allen Synapsen in ein erwachsenes Hirn werden sich innerhalb 5-6 Stunden ändern. Das heißt, 80-90% von unseren Synapsen im ganz erwachsenen Alter in ein paar Stunden sind schon geändert. Das heißt, hallo, dann können wir in einem Erwachsenenalter ganz viel Neues lernen und wir können ganz viel Information prozessieren und bearbeiten und. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Aber das ist nicht möglich. Im Prinzip, die Synapsendynamiken sind nur erlaubt, wenn diese ECM, diese Käfig, diese Gitter sich ändert. Und diese Gitter kann sich nur entfernen durch Entfernung und neue Synthese. Heißt, ich kann es schneiden mit einer Schere und dann ich muss es neu synthetisieren und damit habe ich Änderungen. Aber ich habe Ihnen gesagt, das ist super stabil und ändert sich nie. Das ist unter die superstabilste Moleküle im Hirn. Das geht nicht. Es gibt praktisch keine neue Synthese. Dann haben viele Leute gesagt, haben wir auch selber gefunden, diese Moleküle sind extrem langlebig, dass die Kollagenfaser, die um mein Hirn sind und in die kollagenähnliche Moleküle, die in mein Hirn sind, die werden nicht synthetisiert. Praktisch, ich bin geboren mit manchen, ich habe die noch. Ist unmöglich. Diese Art von Diskussion ist einfach unmöglich. Es gibt keine neue Synthese. Dann, ich bin zu Leuten gegangen, die extrazelluläre Matrix seit 30 Jahren studieren und untersuchen. Und ich habe gesagt, okay, wie siehst du das aus? Und dann, oh ja, im erwachsenen Alter gibt es einfach keine Änderungen in Synapsen. Ich habe gesagt, aber Frau Willig zeigt, die ändern sich in ein paar Stunden. Wusste ich nicht davon. Weiß ich nicht. Bist du sicher, dass das ist so? Und nur so laufen die Diskussionen über so 2018, 19, 20. Dann habe ich gesagt, okay Leute, wir müssen das selber untersuchen und schauen, wie kann es sein, dass wir tatsächlich eine Änderung in Hirn haben, obwohl wir diese super stabile Käfig haben. Wie kann das sein? Meine Vermutung war, es geht nicht um Degradierung von diesen Molekülen und neue Synthese. Naja, das wissen wir. Wahrscheinlich, es gibt kaum neue Synthese. Dann muss was anderes geben, dass diese Moleküle sich wegnehmen und dann nochmal kommen und dass die dann diese Plastizität erlauben, obwohl die dann dieselbe Moleküle sind. Dass sie einfach sind wie Legosteine, wir nehmen die von irgendwo und wir stellen die woanders. Kann das sein? Ne? Ich habe gesagt, okay, lassen wir das testen, schauen wir, ob wir diese Moleküle einfach von irgendwo nehmen können und woanders stellen können. Und wir haben uns fokussiert auf so ein Molekül.
heißt Tenascin R. Diese Tenascin ist ein Molekül. Sie werden das bei zum Beispiel bei diesen Cremen nicht finden. Bei den Cremen, Sie finden Hyaluronan. Ja, Sie finden diese Moleküle hier und Sie finden verschiedene Kollagenstoffe, Sie finden viele Sachen. Diese blaue Molekül hier finden Sie nicht, weil es ein bisschen schwierig zu produzieren. Ja, kostet ungefähr 1 Euro pro Mikrogramm. Das ist relativ viel. Kostet 5 Euro pro Mikrogramm. Das werden Sie nie kaufen können, so in sagen wir, DME oder sowas. Aber man kann es doch produzieren und dann wir können es testen. Wir haben gesagt, nehmen wir das da, weil es ist ein Schlüsselmolekül, es bindet alle diese extracellulären Matrixmoleküle zusammen. Schauen wir, wie geht das? Und wir sind einfach ganz agnostisch gekommen und sagten, okay, schauen wir, wie sind die Dynamiken davon. Ich habe zuerst gesagt, ich zeige Ihnen ein paar Versuche, die wir gemacht haben. Und wir haben gesagt, wir nehmen die Oberfläche von unseren Moleküle, wir derivatisieren alle mit Biotin. Biotin kann man dann sehen, indem man Biotin nimmt mit irgendwelche chemisch derivatisierte Kugelchen. Und dann wir nehmen diese Kugelchen, wir laufen die in ein Gel und dann wir sehen schon eine Bänder in Gel, machen wir schon eine Biochemie. 6 Monate später hat nicht funktioniert, weil wir können keine Biochemie. Wir sind ein Mikroskopielabor. Wir haben das versucht und versucht und versucht und 2 Menschen haben das, hat nicht funktioniert. Dann habe ich mich erinnert, oh, wir sind ein Mikroskopielabor, nehmen wir dann die Scheißkugelchen und imagen wir die Scheißkugelchen im Mikroskopie. Das hat funktioniert. Und dann wir können die Kugelchen einfach schauen und wir sehen diese Moleküle einfach drauf. Das Trick war, können wir mehr Moleküle sehen an die Oberfläche und dann weniger durch Endozytose, dass diese Moleküle dann werden von die Zelle reingenommen. Unsere Idee war, dass diese Moleküle werden von Zellen einfach reingenommen und dann nochmal rausgestellt, wo die Zelle das haben mochte. Und dann, wenn die reingehen, dann sehen wir weniger auf die Oberfläche. Und wenn die nochmal rauskommen, werden wir noch weniger dann in diese Präparation sehen. Sie sehen hier eine Menge auf die Oberfläche. Die kommen rein, dann sind die weg von der Oberfläche. Wenn die nochmal rauskommen, dann sind die komplett raus. Und man hat sehr wenige grüne Moleküle hier. Und das ist tatsächlich so. Man sieht die auf die Oberfläche, dann die kommen rein, dann sind weniger auf die Oberfläche, dann die gehen nochmal raus und die sind komplett weg. Ist ein bisschen ein komplexes Versuch. Gehen wir weiter. Kontrollen dafür haben dann funktioniert. Ich gehe nicht in viel Detail. Das waren irgendwelche Kontrollmoleküle. Noch mehr Kontrollmoleküle. Wir haben 4, 6, wir haben ungefähr 6 Gutachter dafür gehabt und ungefähr 100 Seiten Revisionen für diese Arbeit. Deswegen Kontrolle nach Kontrolle. Hat alles irgendwie funktioniert. Überspringen wir. Dann haben wir eine Idee, okay, es konnte sein, dass diese Moleküle dynamischer sind als gedacht. Nehmen wir noch einen Versuch. Wir sehen die Molekülchen einfach auf die Oberfläche zwischen Neuronen, stellen wir Antikörper drauf und stellen wir Antikörper, die nicht gefärbt sind, drauf und alle Moleküle, die draußen sind, sind blockiert mit Antikörper. Dann sage ich, ich stelle eine Stunde später Antikörper, die rot gefärbt sind, ich stelle sie drauf. Wenn da keine Dynamik ist, dann sehe ich gar nichts. Dann die neuen roten Antikörper werden nichts zeigen können. Wenn da Dynamiken sind, dann sehe ich dann Antikörper, die dran gebunden sind. Naja, nach 2 Stunden sehe ich nicht viel, nach 4 Stunden sehe ich eine Menge, nach 12 Stunden sehe ich eine enorme Menge. Da waren enorm viele neue Moleküle gekommen. Dann dachte ich, okay, da gibt es was. Da sind irgendwelche extrazellulären Matrixmoleküle, die sicher nicht extrazellulär waren. Ein paar Stunden später, die sind alle extrazellulär, anfassbar von Antikörper. Da muss irgendwas passieren. Was machen die dann, diese Moleküle? Ich schaue mich über die Zeit. Meine Leute dann nehmen dieselbe Präparate und schauen einfach über ein paar Stunden und dann wir merken, oh, die akkumulieren irgendwie innerhalb der Zelle.
das war nicht im Lehrbuch. Die extrazelluläre Matrixmoleküle, die kommen raus von irgendwo, wissen nicht von wo, aber dann kommen rein in der Zelle, die akkumulieren innerhalb der Zelle. Das ist nicht im Lehrbuch. Dann sind die tatsächlich innerhalb, dann schauen wir, wo diese Moleküle gehen und wir korrelieren mit einem Marker für innerhalb der Zelle und Sie sehen eine sehr schöne Korrelation hier, so ist 1:1 fast. Okay, diese Dinge kommen rein in der Zelle. Die extrazelluläre Matrix kommt eigentlich rein. Gibt's nicht. Okay, was machen die noch? Wir waren an dem Moment einfach, was macht das? Nehmen wir einfach eine direkte Analyse von, kann es sein, dass die rein und rauskommen, sodass die rezykliert werden, dass die rein in der Zelle gebracht sind und dann raus nochmal kommen. Wir stellen gekaufte Moleküle einfach auf die Zelle drauf. Und dann, wir sehen sie einfach so in Pink, und dann wir machen so eine Messung, ich gehe nicht in die Details, aber ich zeige Ihnen in die nächste Folie. Wir schauen zuerst, wir stellen chemisch purifizierte Moleküle, wir stellen die auf die Oberfläche von Zellen und man sieht die ganz schöne Oberfläche von Neuronen. Man sieht alle diese Prozesse, man sieht die Zellkörper etc. etc. Ich nehme eine Enzyme, die extrazelluläre Matrix wegmachen kann und das meiste ist schon weg. Ein Tag danach, die sind nicht mehr auf die Oberfläche. Die meisten, ich sehe ein bisschen die Oberfläche, aber die meisten sind innerhalb der Zelle. Und wenn ich die Enzyme nehme, um alles wegzumachen, ich sehe kaum einen Unterschied zwischen vorenzymatischer Behandlung und nachenzymatischer Behandlung. Die Dinge sind jetzt innerhalb der Zelle und die Enzyme kann sie nicht mehr wegmachen. 3 Tage nach Applizierung von dieser Moleküle, die sind wieder auf die Oberfläche. Die sind wieder auf die Oberfläche gekommen. Die Zellkörper sind meistens leer, ne? Die sind nicht mehr so voll wie hier links. Und dann mit den Enzymen, ich kann die nochmal wegmachen. Unglaublich, die kommen rein und raus von Zellen. Das ist einfach, wenn wir denken, das sind extrazellulär und sollen so ein Gitter machen, das ist komplett unerwartet. Aber ist tatsächlich so, wir sehen, dass diese Matrix kommt rein und raus in Zellen. Was macht die noch? Wo wird diese Matrix sich ändern? Wir haben hier geschaut für so alle Moleküle von der Matrix, schauen wir, oder nur die neu auf die Oberfläche kommen. Und wenn wir so eine Analyse machen, hier sind die Synapsen, hier sind mir diese Blau und Grün, da wo Blau und Grün einander treffen, da sind die Synapsen, da kommen diese Matrixmoleküle. Wenn man generell alle Moleküle sich schaut, die sind natürlich überall, die Moleküle, die dynamisch sind, die werden an die Synapse ziemlich dynamisch sein. Und dann, was haben wir gelernt? Wir haben eine Dynamik, die rein und raus Moleküle bringt und diese Dynamik hat etwas mit Synapsen zu tun. Okay, dann weitermachen. Hat das irgendwas mit synaptischer Aktivität zu tun? Wir nehmen irgendeine Messung, wir stellen Antikörper, die rein in synaptische Vesikel kommen, wenn die aktiv sind und dann wir können diese Aktivität damit messen. Was sehen wir? Das ist eine Aktivitätsmessung, das ist eine nicht so aktive Synapse, das ist eine aktivere, das ist eine sehr aktive Synapse. Und was sieht man? Die Änderung in die extrazellulären Matrix ist gering bei inaktiven Synapsen, bei mittelaktiven ist so mittel, bei sehr aktiven ist sehr stark. Heißt, diese Rein- und Rauskommen von extrazellulären Matrix-Moleküle ist sicher gebunden an die Aktivität von Synapsen. Okay, schauen wir, das habe ich ein bisschen überspringt hier, ist gebunden an die Aktivität. Die Frage ist, das ist für uns dann okay bis jetzt, aber wo gehen die hin? Wo gehen diese Moleküle hin? Die kommen rein und raus. Das hat mit Aktivität zu tun. Bis jetzt, okay, haben wir ein Paper, wir können was publizieren, aber wo gehen die hin? Die Zelle hat ganz viele Dinge drin. Die hat ein Zellmembran, die hat ein Zellnukleus in den Zellkern. Da werden Dinge produziert. Und dann hat ein ganz großes Proteinproduktionssystem, das heißt endoplasmatisches Reticulum und Golgi-Apparat. Und wir haben gedacht, okay, wir schauen ein paar von diesen verschiedenen Organellen und sagen, vielleicht gehen diese Moleküle, wenn die rein in die Zelle gehen, vielleicht gehen die in irgendwelche Vesikel, in irgendwelche Stoffe, schauen wir, wo die landen.
die sind in das sogenannte Golgi-Apparat gelandet. Ja, das ist eine Färbung für die Golgi-Apparat und da kommen diese Moleküle drin am meisten. Hier, Sie sehen, für andere Organelle, da gibt es nicht so viel Weiß. Hier gibt es ganz viel Weiß, die korrelieren ganz gut mit diesen Organellen, mit denen hier. Dann mein Kopf platzt. Diese Moleküle, die kommen rein und die gehen in einen Ort, wo Proteine produziert werden. Warum? Warum solltest du bist schon produziert, warum solltest du reingehen und irgendwo gehen, wo du neu produziert wirst? Das macht keinen Sinn. Dann, natürlich, was habe ich davon gelernt? Man sollte ab und zu die Literatur lernen. Und dann habe ich nach ein paar Literatur lesen, dann habe ich gelernt, okay, das Ding hier ist nicht nur für Proteinproduktion, ist auch für die Verfeinerung von Proteinen mit Zucker. Diese extrazellulären Matrixproteine haben eine Menge Zuckermoleküle drauf und die Zuckerverfeinerung kommt in diese Golgi-Apparat. Dann habe ich gesagt, okay, vielleicht deswegen gehen die hin, vielleicht landen die innerhalb dieses Golgi-Apparat und einfach um die Zuckermoleküle erneut zu bekommen. Dann habe ich eine Technik dann mitentwickelt damals. Wir nehmen irgendwelche Zuckermoleküle, die neu an Proteine gebunden sein können. Die können wir färben mit fluoreszente Farbstoffe und dann können wir einfach folgen unsere extrazellulären Matrixmoleküle, können wir folgen, lassen die reingehen und schauen, werden die mit neuen Zucker dann gebunden. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist genau so, diese Moleküle, das sind die alte extrazellulären Matrixmoleküle, das sind die neue Zuckermoleküle und man sieht eine schöne Kolokalisation ab und zu mit die richtige, mit Galactose, das richtige Zucker, Glucose ist das falsche Zucker für diese Moleküle, sieht man wenig Kolokalisation etc. etc. Dann vermutlich dann diese Moleküle kommen rein in der Zelle, um die Zuckerkomponente verfeinert zu bekommen. Okay, ist das wichtig? Ne? Ich habe dann 3 Jahre das geforscht und die erste Frage, dass die Kollegen und Kolleginnen stellen, ist, weißt du, ob das wichtig ist? Interessiert das jemand, wenn du das einreichst? Wird jemand das publiziert? Ich weiß es nicht. Okay, die Leute dann sagen, hast du das blockiert? Spezifisch. Aber ich habe das gerade gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie das reguliert ist. Wie konnte ich sowas spezifisch blockieren? Ja, aber musst du das machen, sonst wird niemand das publizieren. Oh fuck. Okay, dann wie kann man etwas blockieren, das man nie gesehen hat? Okay, ich habe gedacht, vielleicht nehmen wir so Kugelchen, wir bauen Kugelchen aus Antikörper, wir binden die an die Moleküle, weil wir wissen, diese Moleküle sind mit Antikörper färbbar, dann binden wir Kugelchen an Antikörper drauf und dann, wenn eine Moleküle so ein Kugel Antikörper drauf hat, ist wahrscheinlich gestört, ist das wahrscheinlich nicht mehr so funktionsfähig. Dann haben wir das gemacht und dann die ersten Ergebnisse waren, die Synapsen sind ein bisschen kleiner geworden. Ja, die Synapse war so, wir stellen diese Aggregate drauf, diese Kugelchen von Antikörper, die sind ein bisschen kleiner. Okay, ein bisschen kleiner, vielleicht wird jemand das publizieren, aber so von aufregend ist das nicht. Dann schauen wir statt Struktur, schauen wir Funktion. Ja, und für Funktion haben wir schon eine Funktion, habe ich Ihnen schon vor ein paar Minuten gezeigt. Wir nehmen diese Sachen, die Synapsen, die aktiv sind, Grund macht und stellen wir die Kugelchen drauf und schauen wir, was passiert. Ohne Kugelchen, wenn ich die Synapsen stimuliere, die werden ziemlich grün, die werden total aktiv und dann ich habe so eine sehr starke Fluoreszenzmessung. Ich stelle die Kugelchen, ich sehe dann fast gar nichts. Endlich mal ein Effekt, dass das irgendwas sagt. Ja, hier habe ich fast gar nichts. Na gut, dann habe ich diese quantifiziert, ne, mit normalen Synapsen, ne, ich sehe doppelt so viel Fluoreszenz. Hier mit diesen Kugelchen, dann gar nichts. Mit Kontrollkugelchen nochmal doppelt so viel. Das heißt, dieses Phänomen ist tatsächlich wichtig. Wenn ich diese Moleküle störe, dann stoppt die Synapse komplett. Ja, das war eine komplette Manko an Aktivität. Haben wir noch mehr geforscht und tatsächlich, diese Dinge sind eigentlich wichtig. Okay,
haben die was zu tun mit Krankheit? Ne? Das ist immer die Frage. Hast du was Neues gefunden? Hat es eine Relevanz? Stellt sich raus, das sind so Kontrollhirne von Mäuse. Und hier sehen wir die extrazelluläre Matrixmoleküle und dann die Zellen hier im Grund. Mit Mäuse, die Epilepsie haben, so ein Epilepsie-Modell, wir sehen diese Moleküle, die akkumulieren rein in der Zelle. Es sind genau diese Moleküle, die rein und raus kommen. Bei Epilepsie, die kommen nicht mehr raus. Ne, das ist tatsächlich dann dieses neue Phänomen, hat sicher irgendwas dann mit Krankheit zu tun. Zum Beispiel für Epilepsie kann man diese Moleküle sehen, die sich akkumulieren. Okay, ich habe da nur zwei, drei Minuten mehr. Dann, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass komplett nicht wie im Lehrbuch, unsere Synapsen in jedes Alter sind viel plastischer, als wir je gedacht haben, weil diese käfigen Moleküle, die um die Synapse sich befinden, diese blaue und graue Käfig, eigentlich super mobil ist. Es kommt rein in Zellen, dann geht durch Organelle wie das Golgi-Apparat, dann wird nochmal rauskommen bei Synapsen, die aktiv sind, nicht bei Synapsen, die inaktiv sind. Dann unser Hirn ist ständig plastik und ständig ändert einfach die Synapsen und deren Plastizität. Man hat gedacht, das geht nicht und es geht doch. Und wenn jemand sagt an die Leute von uns, die ein bisschen älter sind, dass wir nicht mehr so schnell lernen können, was auch immer, ist totaler Blödsinn, können wir, und es gibt die Beweise dann, dass das absolut geht. Und das ist nicht nur für diese Tenasin-Moleküle, aber auch für andere Moleküle haben wir inzwischen gefunden, ist eigentlich bei jede solche Molekül zu finden. Dann, nee, es ist nicht richtig, dass man kann alte Hunde nichts neu beibringen, und ein paar Leute haben das tatsächlich demonstriert. Hier ist eine sehr alte Hundin, die gelernt hat, Apps zu spielen. Sie sehen hier irgendwelche Apps mit einem riesengroßen Touchscreen, kann natürlich kein Handy, kein iPhone nutzen, aber die Hundin kann einen riesengroßen Touchscreen nutzen, und das können 15, 16 Jahre Hunde, können sowas ganz, ganz dezent lernen, weil tatsächlich die Plastizität ist da. Die Leute haben es einfach nicht gesehen bis vor ein paar Jahren, aber diese Plastizität ist da und wir können ganz viel lernen. Was stellt sich noch raus? Ich habe das nicht in den Vortrag gestellt, weil ich will nicht, dass die Leute, die in YouTube dann schauen, sofort an illegale Pharmaka greifen. Was gibt es noch? LSD. Und diese halluzinogene Pilze und so weiter, diese ganze Klasse an Drogen, was machen sie? Verblüffen, sie ändern genau das. Manche von denen ändern Serotonergetransmission, manche ändern andere Synapsen. Was haben die publiziert? Jemand hat das Mitte des Jahres publiziert. Was haben die alle zusammen? Die ändern genau diese Käfige und wahrscheinlich dieses Phänomen. Die ändern genau das, und deswegen machen die eine komplett andere Plastizität, und deswegen werden die Leute ein bisschen verrückt, wenn die diese Halluzinogene nehmen. Einfach nur als kleine Ergänzung. Okay, ich habe genug geredet. Vielen Dank absolut für Ihre Aufmerksamkeit. Die Arbeit habe ich, ich war super wichtig für diese Arbeit. Ich habe meine Hose ganz dünn gesessen, einfach auf den Stuhl hinter meinem Büro. Das ist, was ich für diese Arbeit gemacht habe. Die Leute, die das gemacht haben, waren speziell Frau Taldankovic. Frau Dr. Dankovic ist jetzt Postdoktorandin, und Svilen Georgiev ist ein Doktorand jetzt bei mir, und Alexander aus Magdeburg hat uns auch extrem geholfen, und ein paar andere Leute in meiner Gruppe, die ganz viel gearbeitet haben, und natürlich Leute, die uns Geld gegeben haben, prominent natürlich auch das Exzellenzcluster, das ich hier repräsentiere. Damit bin ich fertig, und ja, ich hoffe, es war nicht so super langweilig. Ich danke Ihnen, und vielleicht haben Sie Fragen. Okay, keine Fragen. War alles super klar? Vielen Dank, ich gehe. Och, noch nicht. Okay. Okay. How many times do you think these ECM molecules can be recycled? And if one more question, if can there be some errors at the time in the Golgi apparatus when something is not
place. Absolutely. Nee, die Frage ist, wie oft, ich übersetze einfach nur kurz, die Frage ist, wie oft können diese Moleküle rezykliert werden und kann die Natur Fehler machen bei sowas? Die direkte und einfache Antwort wäre, ich habe keine Ahnung. Die etwas detaillierte Antwort wäre, ich habe das für synaptische Vesikel untersucht. Entschuldigung. Bei synaptische Vesikel, on synaptic Vesikel, nein, you understand German, right? You understand German. Okay, well, I'll do it in German and English. So, I have no idea for the extracellular matrix. I know for synaptic vesicle molecules, you can recycle them about 200 times. I measured this myself, and you have an error about every 20, 30 times. I expect something similar. Ja, ich erwarte eine Fehlerquote von jedes Mal in so 20, 30, 40 Rezyklierungsprozesse. Ich erwarte, dass ein Fehler gemacht wird, und ich erwarte ein paar hundertmal mindestens Rezyklierung, bevor irgendwas kaputt gehen muss. Wenn ich dann richtig skaliere mit die Alterung von diesen Molekülen, dann ist vielleicht nicht 200 Mal, sondern ein paar tausend Mal. Ich würde erwarten, dann ehrlich ein paar tausend Mal, so a few thousand recycling events, not just a few hundred, probably a few thousand if I really take into the consideration the age of the molecules. Okay. Ja. Okay. Gut, dann denke ich, sind wir zu Ende gekommen. Dann, ich danke Ihnen vielmals, und ich glaube, wir sollen nur eine Sache, ich glaube, andere sollte dann das nächste Vortrag einfach kurz zeigen. Genau, also vielen Dank für diesen fulminanten Vortrag nochmal. Ich hätte jetzt gefragt sozusagen, ist das tatsächlich vielleicht, du hast anfangs erwähnt, dass die Größe des Gehirns von der extrazellulären Matrix abhängt, und das korreliert mit der Intelligenz? Man vermutet. Okay. Sind Vögel zum Beispiel dummer als die meisten Säugetiere? Und naja, ein großes Kakadu oder sowas, ein großes Papagei ist eigentlich genauso klug wie Kleinaffen. Die haben aber viel kleinere Hirne. Dann die Frage ist, warum haben die viel kleinere Hirne, aber sind manchmal extrem viel kluger? Na, zum Beispiel ein Papagei mit dieselbe Hirngröße wie eine Ratte ist viel kluger als eine Ratte. Die Antwort ist, die haben weniger extrazelluläre Matrix und extrem viel weniger Gliazellen. Die haben viel mehr Neurone als Gliazellen, die Vögel, weil die müssen fliegen, die müssen ein Mini-Hirn haben. Die Säugetiere haben große Hirne mit sehr vielen Gliazellen, aber Gliazellen machen nicht intelligent. Es sind Neurone, die intelligent machen. Dann, am Ende sollte man sagen, vielleicht ist nicht nur die große, ist die Anzahl an Neurone, die klug machen. Für Menschen, man kann nur ein größeres Hirn machen. Man kann nicht die Quote an Gliazellen reduzieren. Bei Vögeln ist das eigentlich so gekommen, ja. Okay, vielen Dank nochmal für diesen Exkurs. Bleibt mir nur noch sozusagen, Sie in den Abend zu entlassen, aber auch noch Werbung zu machen für die Veranstaltung nächste Woche. Wir haben ja gelernt, es gibt auch alte Hunde, die was lernen können. Manchmal packt der Hund vielleicht so eine Eidechse, und was die Eidechse dann macht, die wirft einfach ihren Schwanz ab. Ist aber kein Problem, weil der wächst nach. Die ist nämlich voller Stammzellen. Und darum soll es dann nächstes Mal gehen. Man kann nämlich nicht nur, wenn man eine Eidechse ist, sich den Schwanz nachwachsen lassen, oder den Schweif, sollte ich vielleicht sagen, sondern man kann das mittlerweile auch benutzen, um sich Organe nachwachsen zu lassen. Oder das ist zumindest die Hoffnung. Und der Wolfram Zimmermann aus dem Institut für Pharmakologie ist auch Mitglied im MBXC Excellence Cluster. Und der macht nämlich genau sowas. Der nimmt Stammzellen aus der Haut zum Beispiel und differenziert die dann in Herzzellen. Und die können dann wieder eingesetzt werden, und dann pumpt das Herz genauso gut wie vorher. Das ist zumindest der Plan, und er ist mittlerweile schon in der klinischen Erprobung dieser Technologie. Ich hoffe also, Sie wieder begrüßen zu können, und vielen Dank nochmal für das heutige Erscheinen.